Morgen, Markus. Hier, hab Frühstück mitgebracht. Oh, danke, Susanne. Oh, geil, Kaffee, ja. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Diese Geschichte geistert mir im Kopf rum. Vor allem die Aufnahme von Dr. Salman. Geht mir genauso. Ich habe mir die Autopsieberichte der letzten Wochen angeschaut. Insgesamt gibt es 12 Todesfälle, bei denen der Tod im Schlaf durch einen Schock eingetreten ist. Und das sind nur die Fälle, bei denen es Autopsien gegeben hat. Denk dran, was der Notarzt gesagt hat. Es gibt sicher einige Fälle, bei denen im Totenschein eine unbekannte Ursache oder ein Herzinfarkt notiert wurde. Ich habe auch ein wenig recherchiert und rumtelefoniert. Es gab in den Vereinigten Staaten einige solcher Todesfälle vor 15 Jahren etwa. Also habe ich im Portland Police Department angerufen. Und man sagte mir, so schnell wie diese Fälle auftraten, tja, genauso schnell waren sie wieder weg. Nach weiterer Recherche fand ich einige News über ähnliche Todesfälle im letzten Jahr in Spanien. Alles merkwürdig. Ein Virus, der die Runde macht? Oder ein kranker Massenmörder, der eine neue Methode des Mordens gefunden hat? Ein Virus können wir ja wohl ausschließen. Den hätten die Leute aus der Pathologie gefunden. Tja, zumindest wäre da ein Verdacht aufgekeimt. Sind ja keine Idioten, unsere Kellergeister. Massenmörder kann ich mir da schon eher vorstellen. Es gab einen Namen, auf den ich immer wieder gestoßen bin. Warte mal, wo hab ich ihn denn? Ah, hier. John Thompson, 47, aus Portland, Oregon. Beruf Pfarrer. Seit ein paar Jahren wohnhaft hier in Deutschland. Laut meinen Informationen soll er die Katharinenkirche nach der Sanierung übernehmen. Und jetzt kommt's. Seine Frau ist unter genauso mysteriösen Umständen verstorben und er galt bei der Vernehmung damals als sehr verwirrt. Dann sollten wir ihm doch mal ein paar Fragen stellen. Ja, das war auch mein Gedanke. Reicht das, um offiziell gegen ihn zu ermitteln? Er ist kein Beschuldigter in einem Verfahren. Klar, noch nicht. Aber gegen eine Zeugenbefragung wird keiner etwas sagen. Am besten, wir gehen morgen direkt zu ihm. Darf ich trotzdem eine Weile hier bleiben? Vielleicht auch bis morgen? Sie kann bei mir pennen. Papa geht doch, oder? Wie ihr wollt. Danke. Gib aber deinem Vater Bescheid, Tamara. Ja. Ja, mach ich. Na, dann haben wir heute einen Gast beim Essen. Tamara, würdest du mir dabei helfen? Ja, klar. Gerne. Maria, deckst du schon mal den Tisch? Schon erledigt, Mama. So, ich möchte heute Spaghetti Frutti di Mare machen. Ich hoffe, du isst Meeresfrüchte. Selbstgekochtes Essen? Da esse ich alles. Hatte schon ewig nichts Ordentliches mehr. Kocht deine Vater nicht? Er hat's mal versucht, aber das war ungenießbar. Und warum kochst du nicht? Ich bin die Tochter meines Vaters. Dann lernst du es heute und kochst dann für deinen Vater mal zur Versöhnung. Schneidest du das Gemüse in dünne Stäbchen? Okay. Christian hat mir schon von deiner Mutter erzählt. Wann ist sie denn von uns gegangen? Vor 3 Jahren. Da war ich 13. Und an was ist sie gestorben? Selbstmord. Das tut mir sehr leid. Sie hatte Depressionen. Die hatte sie schon lange vor meiner Geburt. Und ja, dann kam ein Punkt, wo sie eine Handvoll Schlaftabletten geschluckt hat. Mein Vater kam zu mir in die Schule und holte mich aus der Klasse. Er hat's mir erzählt. Und dabei hatte er immer noch die Verpackung dieser Scheiß-Tabletten in der Hand.
komm, komm her, lass dich drücken. Du warst noch so jung. Geht schon. Jetzt, wo Christian gestorben ist, ist halt scheiße alles. Wie kommst du damit klar? Gestern habe ich nur geweint. Heute versuche ich nicht daran zu denken. Morgen kommt der Bestatter. Das wird dann wieder hart. Kam schon was raus bei der Autopsie? Nein. Ich denke, das liegt am Wochenende. Da wird wohl nicht viel gemacht. Mama, Tisch ist gedeckt. Danke, Schatz. Tesoro. Stark. Es brennt sogar in der Nase. Ekelhaft. Bah. Was? Ihr trinkt ohne mich? Sandra, dachte, du kommst gar nicht mehr. Als würde ich eine Party versäumen. Bewegt euren Arsch! Erst Tom und jetzt diese Sandra. Christian hatte echt ausgefallene Freunde. Komm, gehen wir. Sandra, du bist käseweiß. Echt? Ist alles okay? Tom! Sein lebloser Körper lag neben mir auf dem Sofa. Verfickte Scheiße. Sandra, komm her. Willst du noch einen Tee, Sandra? Nein. Ich verstehe das alles nicht. Waren die zwei krank? Und haben wir das jetzt auch? Ich habe keinen Plan. Gleich wieder da. Er lag neben mir, nur in der Unterhose. Er war von oben bis unten käseweiß. Oh mein Gott. Maya? Nein. Ah, hi Maria. Denk nicht an sowas. Ah, okay. Er hat sich sicher totgesoffen. Ja, klar darfst du kommen. Cindy ist auch hier. Klar, bis gleich und danke für die Info. Maria kommt? Ja, das Ergebnis der Autopsie ist da. Es war wohl ein Schock. Die Aufregung war zu viel für sein Herz. Schock? Aufregung? Von was denn? Kein Plan. Wenn Maria da ist, kannst du sie ja mal fragen. Mein Vater? So früh? Paps? Hey, Little T. Warum bist du nicht in der Schule? Es ist noch jemand gestorben, deswegen haben wir frei. Was? Wer? Oh. Hi, Cindy. Hi, Herr Meier. Hi. Martin. Sandra, hallo. Was? Na, haben die Damen. Ausweise bitte. Ich krieg noch Depression erster Güte, wenn ich mich nicht ablenke. Ja, ist auch komm, wir gehen Headbang. Okay, viel Spaß, die Damen. Wuhu! Wuhu! Ja! Yeah! Ab geht's! Lass uns krachen! Wuhu! Ja! Yeah! Ab geht's! Lass uns krachen! Yeah, beweg deinen Arsch zu mir! Hey, Cindy! Hast du den Typen da gerade gesehen? Nee, welchen? Auf der anderen Seite da drüben. Er hat eine Vogelscheuchenmaske. Sicher? Bist du schon dicht? Nee, wenn da jemand war, ist der jetzt sicher weg. Was geht denn jetzt? Wo ist die Musik? Sorry. Fuck. Was? Warum fallen alle um? Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Sandmann kommt im Schlaf. Ah! Was soll das? Oh Mann, mach das Licht wieder an. Reißt er ab dein Köpfelein, blutest du.
wie ein Schwein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Wo sind auf einmal alle hin? Cindy! Was? Der Typ da. Ah, na, meine Süßen. Ah, hallo, du heißes Schnittchen. Nein! Nein, lass mich los! Oh, na komm, du willst es doch auch. Schrei für mich. Seele gehört mir. Das toll, ich nicht retten können. Mich nicht retten können. Du hast meinen Tod nicht aufgeklärt. Mein Tod nicht aufgeklärt. Nein. Er bleibt.